Guten Tag. Hallo. Oh, was habt ihr denn gemacht? Warum fahren da der jetzt alle? Ey, ihr seid solche perfekten Medics, wirklich. Wow. Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge LSPDFA. Heute mal als SEK mit einem Survivor unterwegs. Und drei Kollegen. Und wir haben auch schon Einsatz. Eine Gang. Da bekriegen sich zwei Gangs oder so. Oder eine Gang, irgendwie so. Auf jeden Fall sind wir dahin gefahren. Und wenn es euch gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns am Einsatzort. Übrigens, das schöne Gefährt hier ist von Topmods. Und Link zur Topmods-Seite ist in der Beschreibung, weil ich habe ein bisschen was von Topmods drin. Und da vorne sind wir auch schon. Hier wird sich bekriegt, gut, perfekt. Oh, Kacke. Kollegen, Waffen raus und schießen! Anders ist auch da, okay. Oh, so. Also jetzt hole ich mal schnell eine Ambulance her. Und dann werde ich mir mal schnell. Gott, die Armen. Werde ich die einmal schnell ablaufen und deren Waffen einsammeln. Die Kollegen kümmern sich um die erste Hilfe. Das war ja schon ganz schön anstrengend gerade. War knapp. Ja, fahrt noch drüber, ey. Ihr seid wirklich so freundlich. Junge, wenn ihr mich jetzt befahren hättet, ich hätte jetzt so abgeknallt. Wäre so egal gewesen. Warum verliere ich die ganze Zeit Leben? Achso, ich darf nicht laufen. Oh. Hier nochmal. Dann werde ich die mal durchsuchen. Perfekt. Worum immer du dich hindrehst. Guten Tag, Medics. Ja, gut, Guten Tag. Hallo. Oh, was habt ihr denn gemacht? Warum fahren da der jetzt alle? Ey, ihr seid solche perfekten Medics, wirklich. Wow. Guten Tag. Gut, kümmert ihr euch darum? Ich kümmere mich um die Autos. Ich fahre den mal ein bisschen hier hin. Dann werde ich den auch schnell durchsuchen. Aber erstmal werde ich den überprüfen. Boah, diese Farbe. Ja, ein paar Granaten, schön. Range Rover. Geht nicht mehr, ist kaputt. Gut. Dann hier gleich einmal abfragen. Kann ich das Fahrzeug auch einmal durchsuchen? Ist alles okay, ist aber halt dabei gewesen, deswegen mach mal ein bisschen Platz, Kollege. Stehe im Auto, nicht an einem Eiger. Dann einmal den Gauntlet noch überprüfen. Aber ich glaube, hier schafft das nicht unbedingt jemand her. Dann werde ich das Fahrzeug auch nochmal durchsuchen. Ja, schön Spiel, dass du schön laut bist. Danke dafür. Und dann werde ich hier auch nochmal einen Tow Truck holen.
Und dann werde ich hier auf jeden Fall mal eine Corona-Unit bestellen schon. Ich mal anfange die Leute abzuholen, weil das dauert ja sonst Wochen. Nein, nimm den Baller. Ne, nicht den Medics reinfahren. Ach komm, hör doch einfach auf zu fahren. Wo sind die denn? Junge, die sind einfach. Ach so, ich dachte, das wäre diese Abflusskanalisation. Au. Kannst du mir helfen? So wie es aussieht, nicht, weil du machst ja nichts. Dann versuche ich dir mal zu helfen. Junge, was macht ihr da vorne? Eins, zwei, drei. Was? Der lebt? Ja, guck mal, wenn ich das mache, funktioniert das, ne? Dann leben die Leute auch wieder. Gut, dann. Sind jetzt festgenommen, weil sie dieser Gang angehörig sind und wir gestürmt haben. Gut, dann werden sie mal abtransportiert. Schönen Tag noch. Okay, habt ihr die alle schon versucht oder nicht? Ist aus sind nicht. Ich versuch den hier noch mal. Wolltet ihr nicht an auch noch abgeholt werden in der Gauntlet? Na schade. Ja, der lebt. Ja, den kann ich ja gleich verhaften. Ah, gut, dann nehmt ihr den halt mit. Habt ihr den hier schon versucht? Sieht ja auch ganz blutig aus. Ja, genau. Rami noch weg. Rami noch weg, den Medic. Was habt ihr denn auf einmal heute alle gegen Medics? Ah, schade. Ich glaube, ich hätte gleich noch eine Corona-Unit bestellen sollen. Die brauchen nämlich ganz schön lange. Noch eine Corona-Unit. Warum regnet es eigentlich jedes Mal, wenn ich hier irgendwo bin? Alter, toll, jetzt habe ich eine. Oh Gott, Kollegen liegen hier auch noch. Na, die Nose. Oh, ja, eigentlich wollte ich ihn wieder beleben. Ja, egal. Ja, LKW, jetzt kannst du hier nicht weg, ne? Fährst halt mal links oder rechts lang, aber nicht geh über mich. Die Frage ist, wie viel passt in diesen Medic hinten bitte rein, dass da so, dass sie so viele schon verarzen konnten. Warum fehlt da eine Tür? Ah, hallo Corona-Unit. Lass deine Sirene aus. Aua. So, dann. Sag mal, Kollege, hast du irgendwie eine Störung oder so? Bringt nichts, wenn er. Hier ist alles aufgehoben mittlerweile. Oder? Ja, hier ist alles aufgeräumt, oder? Mal schauen, wie viele Kollegen denn noch da sind, die mit mir mitgefahren sind. Ich glaube ja nicht mehr so viele. Oder? Doch, alle drei noch. Ach Gott, so schwer um das Auto ist es jetzt nicht, um das Auto rumzulaufen. Komm rin.
Gut. Wir übernehmen die Kollegen hier den Rest und wir vier hier warten auf den nächsten Einsatz. Und da haben wir schon einen neuen Einsatz. Ein illegales Meth-Labor. Und da fahre ich mal schnell hin. Wir haben zwar auch zwei Kollegen dazu bekommen, weil das sollen wohl ein paar mehr Leute sein, die da kochen. Und wir sehen uns dann gleich. So, da sind wir gleich da. Hat echt lange gedauert, mit dem Fahrzeug hier hochzufahren. Das ist ja nicht gerade schnell. Wir sollen zuerst noch absprechen mit Kollegen oder so. Also mit dem FBI und mit dem Nose, glaube ich. Und hier sind sie schon. Ja, ist ach so, FBI und SEK. Ihr könnt eigentlich sitzen bleiben, Kollegen. Ich gehe da schnell mit dem sprechen. Guten Tag. Ja, wir haben. Ah, sie haben ein Haus entdeckt, wo Meth gekocht wird. Jetzt brauchen die uns. Achso, wir sollen ein paar Units holen. Tatsächlicherweise würde ich dann mal schnell einen Anruf tätigen, damit noch ein paar Kollegen hier kommen. So, die Kollegen sind auch schon eingetroffen, sind jetzt echt viele vom SEK. Und ja, guten Tag, wollen Sie das irgendwie explosiv machen? Sie sind fertig, ja gut, dann gehen wir. Jeder steigt auf sein Fahrzeug. Ich brauche ja leider einen Augenblick, um einzusteigen, die Kollegen hier. Steigt ein, kommt Leute, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Einer ist natürlich wieder nicht, ah ne, es sind sogar zwei nicht schlau. Ja, fahrt noch dagegen, Kollegen. Kommt jetzt auch mal rein oder nicht? Komm. Sag jetzt nicht, wir kommen deinetwegen zu spät. Also da vorne ist auch eine Abkürzung. Ah ne, der fährt irgendwie nicht. Ey Kollegen, mit euch ist das echt anstrengend, ne? Ey, was rammst du mich? Das kriegst du zurück. Ach so, wegen dem Kollegen oder was? Ja, dann. Ist aus dem Weg. Gut. Kollegen sind irgendwie nicht mehr so schlau. Komm, 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 komm. Ja, fein. Jetzt muss ich ein bisschen zurückfahren. Die Junge, die haben alle schon an dem Auto verloren. Die sind so schlau. Ja, toll, jetzt sind wir zu spät. Los, los, los. Die laufen alle nur weg. Machst du das Kollege gut? Boah, ey. Bleiben sie jetzt endlich stehen. Was ist dein Problem? Jetzt runter auf den Boden. Das merke ich mir. Junge, hast du irgendwie ein Problem oder was? Digga. Oh, ist jetzt die letzte Kugel. Die nächste geht in den Kopf. Meine Güte, ey. Das ist anstrengend. Was machst du, Kollege, Alter? Gut, der Kollege nimmt ihn fest. Dann lass es ihn mal abtransportieren. Jo, wo auch immer der Kollege jetzt hin ist.
Ja, einer von euch bewacht den. Sie kann auch abgeholt werden. Kannst du auch selber machen, Kollege, ne? Muss ich nicht immer extra dafür kommen, auch wenn ich Gruppenleiter bin. Steht hier noch einer mittendrin. Ja, gut. Das war's dann, oder nicht? Kollegen, kommt zurück in eure Autos. Warum fahrt ihr jetzt hier nicht weiter? Danke dafür. Damit würde ich eigentlich sagen, dass es mit dieser Folge hier vorbei ist. War nicht die längste Folge, waren mal längere zwischendurch. Aber fürs SEK gibt es leider nicht so viele Einsätze, auch wenn ich mir sogar extra ein paar runtergeladen habe. Aber jo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.